Wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Und herzlich willkommen zur offiziellen ersten Folge im Jahr 2023. Offiziell die erste Folge ist es eigentlich gar nicht. Ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen was rausgebracht, es war nicht viel. Dann hat mein LKW die Getriebegabel. Da habe ich ja gezeigt, dass die das ständig Standkupplung gestört. Ja, und zwar da noch die Kamera darum. Sorry. Bleib mir mal stehen. Und das war die Getriebegabel. Ich habe noch ein Bild davon. Das wird man jetzt wahrscheinlich sehen können. Das kleine runde Teil da vorne dran, das ist normalerweise fest da drin verbaut. Das ist halt, war halt lose. Irgendeine Reibe ist schon wieder zu, irgendeine Achse ist schon wieder zu. Dann Dienstagmorgen in die Werkstatt und kam Freitagnachmittag zurück. Musste halt das ganze Getriebe ausgebaut werden. Jetzt lade ich den hier, den R938, und der geht rüber nach Ingelheim ins Pharmaunternehmen. So, ja, gerade ein bisschen Chaos bei uns hier im Hof. Ein bisschen Chaos bei uns hier im Hof gewesen. So, haben wir den Bagger geladen. War noch, wie gesagt, kurz in der Werkstatt. Meine Rotlichtleuchte hinten ging nicht mehr. Jetzt habe ich eine neue dran. War Gott sei Dank nur das Licht und nicht irgendwas anderes, kein Kabel oder so. Oh, mir fehlen hier wieder einige Aufnahmen. Keine Ahnung, wo die wieder sind. Ich bin schon wieder zurück im Hof, wie man sieht. Dort lade ich jetzt so einen Cut 336. Der geht wieder raus nach Mannheim ans Schwimmbad. Thank you.
Fahrzeuge rein und raus. Mal wieder dahin drehen. Das heißt drehen. Abladen. Geholt habe, gar nicht gesehen. Das ist ja soweit, ist ja fertig soweit. Nur nach vorne die letzten paar 1000 Kubikmeter müssen hier noch raus und dann ich weiß nicht, wo ich den Bagger hier vorne hinstellen soll. Laden habe ich den da. Vor den Baubuden, ob ich den da wieder hinstellen soll. Zwei Wochen her, ne? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung mehr, wie das hier alles aussah. Da fällt ein Containerfahrzeug rein und raus. Über seinen Laden und wird er nicht mehr drüber fahren. Stellt den Bagger da vorne hin wieder. Was heißt wieder? Stellt den Bagger da vorne hin und dies.
So, geladen haben wir, beziehungsweise abgeladen. Da steht das Glitzchen. Jetzt fahre ich wieder nach Hause. Ladenbrecher für nach Sembach hoch. Ich denke, dann wird es das auch schon ziemlich gewesen sein für heute. So, ich habe jetzt gerade einen unserer Klebemänner geladen. Hier steht der KMC. Werde ich heute Abend noch vorladen, denke ich.
eine verladen ist immer bescheiden. Da der Arm fehlt, normalerweise, ihr habt das schon ein paar Mal gesehen, der Baggerfahrer fährt dann drauf, vorne mit der Ketten, bis er einen halben Meter auf dem Tiefbett steht, schwenkt dann zur Seite oder beziehungsweise schwenkt dann komplett rum und den Rest fahren wir dann rückwärts. Ich laufe dann nebenher und sage dem Baggerfahrer links, rechts, hoch, runter, was auch immer. Ja, jetzt bin ich hier alleine. Ich glaube, ich hatte riesen Glück, dass das Ding, dass der Bagger, als ich aufs Tiefbett quasi gedotzt bin, dass der nicht einfach nach hinten weggekippt ist. Wie gesagt, alleine. Echt Mist. Ich habe das dann auch schon mal, wenn man es nicht gescheit sieht, bin ich damals auch schon fast mal vom Tiefbett runtergefahren. Ich meine, das ist nicht hoch, passiert nichts, gibt ein paar Kratzer und ein paar Ecken. Ja, aber wäre halt doof. Deshalb immer einfacher, wenn einer dabei ist und quasi guckt.
Piepse gehört. Wahrscheinlich hat man das Piepse gehört, ne? Steht mehr schlecht als recht. Steht 2 cm zu weit. Fahrtrichtung auf der linken Seite. Fahrerseite. Aber ich mache den Bock nicht fett, denke ich. Das ist ein altes Pfälzer Sprichwort. Mach den Bock nicht fett. Das ist nicht so arg schlimm, würde ich jetzt sagen. Steht immer noch, die Ketten stehen beide immer noch mehr als, was muss draufstehen? Ich glaube 60% von der Kettenbreite. Also von dem her, ich glaube 60 waren es. Weiß ich gar nicht mehr genau. So, dann wird noch zusammen. Ja, ist Feierabend. Kette mache ich morgen dran. Ich habe keine Lust mehr. Ne?